Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich mit uns auf eine Reise machen wollen. Wir waren uns nicht ganz klar, Freitagnachmittag, 4 Stunden, dass das Wetter auch noch so gut wird. War jetzt auch nicht geplant oder nicht vorabsehbar. Es war schlecht genug die letzten Monate. Deswegen wollten wir trotzdem nicht davon abschrecken, uns selber vielleicht auch die Freude zu gönnen, sagen wir mal, so eine Tagung zu machen, wo wir nachdenken darüber, bei der Frage, wie kann man eigentlich wirklich Accountability oder Rechenschaftspflicht vergrößern. Wir haben, glaube ich, alle eine Menge Ideen im Kopf, wen man für was verantwortlich halten sollte und wie das gehen sollte, was Staaten, was andere Akteure machen sollte. Aber wie das konkret aussieht, wie man strategisch vorgehen sollte, gerade bei etwas wie der Umsetzung der Sustainable Development Goals zum Beispiel, das ist eine große Frage. Und darüber ein gemeinsames Nachdenken zu machen, ist eine spannende Aufgabe. Das sagt auch schon, wir haben ja gar nicht alle Antworten darauf, ne? Sondern es soll eben gerade das Spannendste sein, heute auch 4 Stunden nachzudenken über die Probleme, die wir haben. Und das war unsere Ausgangsbasis darin, dass wir schon Accountability Gaps haben, Löcher in der Rechenschaftspflichtigkeit, weil eben das, was früher sozusagen da war, um die Rechenschaft abzudecken, nämlich ein funktionierender Nationalstaat, an vielen Stellen entweder nicht mehr da ist oder noch nicht da ist oder er defizitär ist oder nicht so richtig funktioniert, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Für uns ist dieser Aspekt der Rechenschaftspflicht so wichtig, weil ein menschenrechtsbasierter Ansatz im Grunde erfordert, dass die Opfer oder die Menschen, die betroffen sind, eine Möglichkeit haben, sich auch über ihr sozusagen Dasein oder ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten selber sozusagen artikulieren zu können, Ausgleichsmaßnahmen zu haben, zu wissen, wo habe ich Ansatzpunkte, um mich für sozusagen für die Durchsetzung meiner Rechte einzusetzen. Und da ist es wichtig, eben zu klären, wer hat Verantwortung dafür und auch in welchem Ausmaße. Das kann dazu führen, dass es wirklich leichter wird, auch Rechte basiert über Zugänge zu Nahrung, über Zugänge zu nicht diskriminierungsfreiem Bildungsangebot, zum Recht auf Gesundheit, aber auch zur Meinungsfreiheit und anderen menschenrechtlichen Grundtatbeständen nachzudenken. Das ist unser Ausgangspunkt. Und warum ist es so schwierig geworden mit der Accountability? Vielleicht ist es auch gar nicht schwieriger geworden. Aber aus der Perspektive sozusagen der Globalisierung der letzten oder der Globalisierungserfahrung der letzten 20 Jahre, die vielleicht von dem UN-Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen mal mit dem Satz zusammengefasst wurde, the nation state is too small for the big things and too big for the small things, um das als sozusagen Dilemma zu beschreiben, der Steuerung, der Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerade bei globalen Gefahren, sei es Umweltgefahren wie Klimawandel oder vielleicht der Steuerung der Finanzmärkte, aber auch eben andere Herausforderungen und gleichzeitig sozusagen vielleicht nicht in der Lage, wirklich die Anliegen besonders benachteiligter Gruppen sensibel genug wahrzunehmen. In diesem Dilemma ist es wichtig, eben zu gucken, wo ist eigentlich der Hebel, der Griff, um Verantwortung einzufordern. Und der Staat, der ja nun im Völkerrecht der zentrale Pflichtenträger zunächst ist, der unterschreibt die Verträge, der ist gebunden beim Recht, soll es umsetzen in die nationale Verfassung oder in das nationale Recht, hat halt in Zeiten der Globalisierung auch sozusagen zusätzliche Schwierigkeiten bekommen. Er ist oft in eine Wettbewerbssituation gekommen, zum Beispiel um innerstaatliche Standards, sei es im Arbeitsrecht, bei der Ansiedlung von Unternehmen. Es gibt einen härteren Wettbewerb um Foreign Direct Investment, die im Grunde auch zu einem Standortwettbewerb mitgeführt haben. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Viele Staaten trauen sich nicht mehr oder haben auch nicht die Politikinstrumente, möglicherweise sozusagen gravierende internationale Akteure, sei es wirtschaftliche Investoren oder auch gar Finanzmarktakteure, überhaupt noch zu kontrollieren, weil die Gefahr, dass sie woanders hingehen, ihr Kapital verlagern, groß geworden ist. Dieser von vielen, glaube ich, erlebte Bedeutungsverlust oder zumindest scheinbare Bedeutungsverlust des Staates, den gilt es zu reflektieren. Welche Rolle hat denn der Staat eigentlich noch? Was kann er denn oder was sollten wir von ihm erwarten? Wie stark muss er auch noch gefördert werden, um überhaupt Grundfunktionen wahrzunehmen? Ich glaube, wir sind in der Grundüberlegung davon ausgegangen, ohne Rule of Law, ohne den Rechtsstaat ist alles auch wirklich nichts. Also ihn vorschnell aufzugeben, ist, glaube ich, ganz gefährlich. Aber was kann man von ihm noch verlangen? Das steht natürlich in dem Kontext, dass viele Staaten im UNO-Kontext sagt man immer dann entweder unfähig, unwillig oder gar complicit sind. Unable, unwilling or complicit, so können sie charakterisiert werden. Das deutet auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade hin. Manche Staaten arbeiten direkt mit bestimmten Eliten zusammen. Andere sind wirklich unfähig, eine Regulierung durchzusetzen, weil sie als Staat, als Institution von Anfang an schon schwach waren oder nicht die Kapazitäten haben, es zu setzen. Oder sie sind eben, wie ich sagte, direkt complicit an den
gewinnen andere Akteure beteiligt. Das macht es nicht einfacher, sozusagen sich auf den Staat zu verlassen. Und die Erfahrung von Staat ist natürlich für viele Menschen nicht nur in allen Teilen der Welt, muss man sagen, oft auch eine negative, ja, unterdrückt zu werden, verlassen zu sein, ausgebeutet zu sein. Also es ist auch nicht immer ein Akteur, der sofort warmende Herzen auslöst, sondern natürlich auch eine gewisse Grundskepsis immer wieder entgegengebracht wird. Und viel der Menschenrechtsbewegung ist ja nun auch eine Bewegung sozusagen gegen die Übermacht des Staates. Ja? Der Staat, der zu viel eingreift, Leute einsperrt, die Meinungsfreiheit eingrenzt gegen den übermächtigen Staat. Das war ja auch eine der Genesen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In diesem Kontext sind wir, Jürgen Habermas hat das genannt, die postnationale Konstellation gekommen, wo der Staat an Bedeutung verloren hat und wir danach suchen, was wären denn die Alternativen, diese Accountability Gaps einfach zu schließen. Und diese Suche ist überhaupt nicht einfach. Habermas selbst hatte darauf hingewiesen, dass der Staat eben sehr unterschiedliche Funktionen hat. Er kann zum Beispiel regulieren. Er ist aber auch dafür zuständig, zu verteilen, zum Beispiel Einnahmen, die gemeinsam erwirtschaftet werden, oder sogar umzuverteilen zwischen Arm und Reich. Und je mehr wir sozusagen den Nationalstaat als Steuerungsinstitution verlieren, umso weniger ist es möglich, so einfach diese drei Institutionen beizubehalten. Schon auf europäischer Ebene, sagt Habermas, klappt eigentlich nur noch die Regulierung. Deswegen haben wir über alles Regulierung, vom Traktorsitz hin bis zu irgendwas auf der Ebene der Europäischen Union. Aber wir haben schon dort keine Verteilung mehr von Gewinnen und schon gar keine Umverteilung. Und das, was uns auf europäischer Ebene schon nicht gelingt, ist auf dem globalen Maßstab sehr viel schwieriger. Wir kriegen ja nicht mal diese 0,7% hin, obwohl wir das uns seit 40 Jahren vorgenommen haben im Thema Umverteilung. Das heißt, wie ist es möglich, Staat noch zu denken oder zu stärken, um in dieser postnationalen Konstellation Antworten zu finden? Welche Rolle kommt ihm denn dabei noch zu? Und gleichzeitig führt das aber dann dazu zu überlegen, wenn die Staatlichkeit nicht mehr so funktioniert oder an manchen Stellen einfach nicht mehr so funktionieren kann, welche Rolle kommt eigentlich anderen Akteuren zu? Zivilgesellschaft zum Beispiel, Unternehmen, internationalen Organisationen, intergovernmental organizations, oder welche Rolle kommt vielleicht auch anderen privaten Akteuren in diese Liste? Lässt sich ja inzwischen viel einreihen, von der Mafia bis hin zu Guerilla-Gruppen oder so. Welche Rolle kommt eigentlich diesen Akteuren zu, wenn wir über Accountability nachdenken? Das positive Nachdenken, also darüber, wofür brauchen wir den Staat, ist sicherlich kein Appell für eine Entwicklungsdiktatur. Ich habe ja schon gesagt, wie wichtig es ist, dass Menschenrechte eben staatliche Funktionen auch limitieren. Aber wie man sie denn durchsetzen kann gegenüber anderen Akteuren, die ganz schwach sind, das ist die große Schwierigkeit. Um dieses Nachdenken nun abzusichern, haben wir uns überlegt, wir diskutieren einfach in zwei Panels. Wir laden interessante Gäste ein, die uns erläutern können oder mit denen wir nachdenken können. Gäste, die darüber nachdenken können, was ist eigentlich passiert momentan auf nationaler Ebene mit dem Staat, wo sind Stärken und Schwächen, und haben dort eben einfach Gäste eingeladen, die zum Beispiel Anja Mir in Vertretung von Transparency International über Korruption nachdenken kann. Minai Kiai, der als Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sich sehr stark mit Shrinking Political Space für Zivilgesellschaft beschäftigt. In vielen Ländern werden zivilgesellschaftliche Akteure beschäftigt. Oder Assur Govi, der von Oxfam bei der Afrikanischen Union angesiedelt ist, der Institution, die auch über die Stärkung afrikanischer Staatlichkeit nachdenkt, als Zivilgesellschaftler sehr herzlich willkommen. Und Claudia Roth, die natürlich als Mitglied des Deutschen Bundestages sozusagen genau bei der staatlichen Gestaltung eine ganz wichtige Rolle hat und sicherlich dafür auch die Lanze brechen will, aber auch gut darüber nachdenken kann, wo sind denn die Limitationen und wo sind die Chancen. Das ist sozusagen unser Nachdenken an erster Stelle. Wir wollen nicht affirmativ sein, Staatlichkeit einfach nur fördern. Wir wollen nicht pessimistisch sein, sondern wir wollen versuchen, mal zu vermessen. Auf was müssen wir uns eigentlich verlassen können? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir die staatliche Rolle stärken? Gleichzeitig, und dafür ist unser zweites Panel da, müssen wir im Grunde reingucken, ja, welche anderen Akteure oder welche anderen Accountability-Bereiche müssen wir eigentlich in den Griff nehmen? Wir haben Rachel Davies eingeladen, die zusammen mit John Ruggie sehr wesentlich diese UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte miterarbeitet hat. Die Frage, wie kann man eigentlich und wo stehen wir darin, private wirtschaftliche Unternehmen zu binden? Ja, man müsste das eigentlich noch ergänzen um Finanzkapital und die ganzen ökonomischen Akteure. Wir haben Sigrun Skogli von der Uni in Lancaster eingeladen, die mit das Konsortium für extraterritoriale Staatenpflichten ins Leben gerufen hat. Also das Nachdenken darüber, wozu sind eigentlich Staaten verpflichtet, die negative Effekte ihrer eigenen Politik begrenzen sollten. Ja,
deutsche Effekte in Afrika oder amerikanische, US-amerikanische Effekte in Lateinamerika und so weiter. Also das Nachdenken darüber, welche Rolle spielen diese Institutionen eigentlich in zwischenstaatlichen Gremien, welche Verantwortung haben sie da und sollten sie haben. Wir haben dann auch sehr weit angereist, Candido Dzibowski mit uns, der einer der Gründer des Weltsozialforums ist und als zivilgesellschaftlicher Perspektive im Grunde nochmal darüber berichten kann, wo die Frustrationen sind in das Hoffen auf Accountability, sowohl Staaten gegenüber als auch anderen Akteuren. Und wir haben Stephen Leonard bei uns, der sozusagen aus umweltrechtlicher Perspektive versucht, zwischen Climate Change und Menschenrechten Schnittstellen zu schließen. Ich glaube, in diesem Kontext wollen wir mit Ihnen einfach zusammen nachdenken, wie ist es möglich, diese Accountability-Lücken, die wir haben, sowohl auf der Seite des Staates, der international agiert, aber auch bei privaten Akteuren, vielleicht zu schließen, wo sind die größten Hoffnungen, wo könnte man sich auch strategisch, prioritär besonders darauf konzentrieren oder gibt es vielleicht unterschiedliche Themen, wo man sich mal auf den einen, mal auf den anderen konzentrieren könnte. Also wir laden Sie ein zu einer lebendigen Runde des Nachdenkens mit uns. Und wenn Sie das dann am Ende durchgehalten haben, gibt es auch noch einen Schluck Wein, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Also der Incentive da zu bleiben, den wollte ich am Anfang auf alle Fälle gemacht haben. Jetzt möchte ich aber, und wir wollten natürlich nicht ohne eine tolle sozusagen Keynote beginnen, unseren Keynote, das ist glaube ich Neudeutsch, ne? Redner vorstellen, Jochen von Bernstorff. Jochen von Bernstorff hat seit 2011 die Professur für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Menschenrechte an der Juristischen Fakultät der Uni Tübingen inne. Er ist hat Rechtswissenschaften studiert in Marburg, in Poitiers und am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, hat dann in Mannheim promoviert mit einer Professur über Hans Kelsen und hat dann eine Diplomatenausbildung gemacht und war lange im Auswärtigen Amt selber tätig, unter anderem im Arbeitsstab Menschenrechte des Auswärtigen Amtes und dort eben auch intensiv beteiligt mit der staatlichen Durchsetzung auch von Menschenrechten, auch beyond borders, ja, auch woanders, ne, hat dort unter anderem in seiner Rolle 2003 bis 2007 mit an der Verhandlung der UN-Behindertenrechtskonvention aktiv mitgearbeitet, bei der Deutschland eine sehr proaktive Rolle auch gespielt hat. Er ist dann 2007 ans Max-Planck-Institut für öffentliches, privates Recht und Völkerrecht zurück in die Wissenschaft gewechselt und hat jetzt eben nach seiner Habilitation, die über den Kerngehalt von Grund- und Menschenrechten ging und die er 2011 an der Uni in Frankfurt eingereicht hat, eben die Professur in Tübingen bekommen. Und wir freuen uns sehr, mit ihm einen profilierten Nachdenker über Grenzen einzelner Akteure im Völkerrecht und im Menschenrecht bekommen zu haben, der uns, glaube ich, ein bisschen hinleiten kann in das, was ich Sie dann als 3-4-stündige sozusagen Nachmittagsveranstaltung eingeführt habe. Ja, also ich wünsche uns allen viel Spaß und Jochen, the floor is yours. Yeah.